geht nicht nur darum, ein gesundes Herz zu besitzen, sondern es zu nutzen. Und deswegen an all diejenigen, die sagen, Hauptsache du hast ein reines Herz, das war's. Besitzt du ein reines Herz, das reicht. Du musst nicht beten, du musst nicht fasten, du musst nicht spenden. Guter Charakter, Alhamdulillah, das reicht vollkommen aus. Das widerspricht dieser Ayah. Nicht, dass jemand denkt, er könnte diese Ayah als Beleg nehmen. Denn Allah Azza wa Jalla sagte nicht, nur wer ein gesundes Herz besitzt, nein, nein, sondern er sagte, nur wer zu Allah mit einem gesunden Herz kommt, und das Kommen ist eine Bewegung, das heißt, du musst gehen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst diesen Weg beschreiten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Ibn Qayyim al-Jawziyyah sagte, zwischen der Tat und zwischen dem Herzen ist eine Strecke. Und zwischen dem Herzen und zwischen Allah ist eine Strecke. Und die Strecke zu Allah wird nicht mit den Füßen beschritten, sondern mit dem Herz. Dein Herz muss von Stufe zu Stufe gelangen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das in deinem Leben verinnerlichst, wenn du danach lebst, wirst du was? Wirst du ein Glücklicher sein, ein Glückseliger. Du wirst jemand sein, der die Gnade Allahs Azza wa Jalla yawm al-Qiyamah erfahren wird.